Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hornhorvath. Bei den Verhandlungen zwischen dem ungarischen und dem slowakischen Ministerpräsidenten in Budapest ging es auch um die Fragen der EU und um die Epidemiesituation. Viktor Orbán lobte die Beziehung beider Länder bei der zusammen mit Eduard Heger gehaltenen Pressekonferenz und sagte, nach Deutschland und Österreich sei die Slowakei der drittwichtigste Wirtschaftspartner Ungarns mit einem Umsatz von mehr als 10 Milliarden Euro. Die ungarische Wirtschaft erlange laufend ihre Wachstumsfähigkeit zurück und werde in der Lage sein, in Bezug auf das Wachstum nach der Epidemie den Platz unter den ersten dreien innerhalb der EU wieder einzunehmen, sagte der Finanzminister bei der Übergabe eines Werkes für Rohstoffproduktion der Gesundheitsindustrie. Mihai Vorga betonte, die Investition in Höhe von 9,5 Milliarden Forint sei von der Regierung mit mehr als 7,5 Milliarden Forint unterstützt worden. Ein Teil dessen sei durch das Unterstützungsprogramm der Regierung für die Gesundheitsindustrie zum Unternehmen gelangt. Gergely Gulyás bat um die Hilfe des Generalsekretärs des Europarates zum Schutz der Rechte der Ungarn in Transkarpatien. Der das Ministerpräsidentenamt leitende Minister sagte in Straßburg, je mehr internationale Organisationen Druck auf Kiew wegen Rechtsverletzung ausüben würden, desto größer wäre die Chance, dass die Ukraine die Minderheiten nicht weiter diskriminiere. Gergely Gulyás verkündete, der Zweck solcher internationaler Organisationen sei, dass sie im Falle von realen Menschenrechtsverletzungen dagegen auftreten würden. Eine nationale Minderheit geriet unverschuldetermaßen in die Situation, dass sie nicht der Großteil der Gesellschaft ist bezüglich ihrer Nationalität, Kultur. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir über sie sprechen, ihre Probleme kennen, dass ihnen ihre individuellen und kollektiven Grundrechte in Europa überall zugesichert werden. Und besonders der Sprachengebrauch und das Unterrichtetwerden in der eigenen Muttersprache auch gegeben ist, sagte der Minister. In Westbrem öffnete das 7. Zentrum des Landes zur Hilfe von Opfern seine Tore. Die Institution steht Opfern von Straftaten mit spiritueller Hilfe und Rechtsberatung zur Verfügung. Auf der Einweihungsfeier erklärte die Justizministerin, dass sich im vergangenen Jahr viel entwickelt habe, die immer erreichbare Opferhilfshotline funktioniere und es sei eine informative Internetseite erstellt worden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und passen Sie weiterhin gut auf sich auf. Auf Wiedersehen.